Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Tutorial, wo ich euch jetzt zeigen werde, wie ihr für Minecraft 1.4.2 und auch für alle höheren Versionen, also wenn ein Update rauskommt, einen Minecraft-Server erstellt auf Nitrado, das heißt, wo der Server dann auch 24/7, also immer online sein kann. Und ja, das kostet dann nur halt ein bisschen Geld. Und ja, ihr geht also erstmal auf diese Seite. Server.nitrado.net. Ihr könnt auch einfach nur nitrado.net eingeben. Der Link ist aber auch in der Videobeschreibung. Ich muss mal eben hier kurz einen anderen Server stoppen, sonst laggt das hier gerade zu doll. Moment, der stoppt gerade. Und dann müsst ihr halt euch einen Account erstellen. Jetzt stoppt mal schneller. So, dann müsst ihr euch, laggt immer noch, egal. Dann müsst ihr euch halt einen Account erstellen und euch Guthaben aufladen. Dann geht ihr einfach auf Guthaben, auf Konto aufladen. Und nun könnt ihr hier erstmal einen Beitrag auswählen, wie viel wollt ihr aufladen, zum Beispiel 5 Euro. Und dann geht ihr halt auf Beitrag aktualisieren und wählt hier auch euer Land aus. Und dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel PaySafe Card auswählen, so mache ich das immer. Ihr könnt allerdings auch übers Telefon überweisen, es geht dann auf eure Telefonrechnung. Oder halt übers Handy könnt ihr auch eine SMS schicken, dann wird das halt von eurem Konto da abgezogen. Und ja, Kreditkarte kann man glaube ich auch. Überweisung, kann man halt alles hier benutzen und das Konto aufladen. Und dann, wenn ihr euch jetzt einen Server erstellen wollt, dann geht ihr hier auf Game Server bestellen. Und dann würde ich euch empfehlen, nehmt Public Server. Hier Public Server Basic oder EPS Public Server, das braucht man alles gar nicht. Ich würde euch diesen hier empfehlen, Public Server, ganz normal. Und ja, ihr könnt Game Switchen, ihr könnt immer zwischen 80 Spielen wechseln. Und ohne, dass dabei die Spielstände auch irgendwie, ja halt, weggehen, gelöscht werden, bleiben alle da. Und dann klickt ihr einfach hier auf Jetzt bestellen. So, nun wählt ihr hier die Slots aus. Ich mache das jetzt mal eben nur für einen Euro, damit ich jetzt hier nicht so viel Geld verschwende. Ich möchte euch das nur zeigen. Jetzt wählt ihr hier die Slots aus, zum Beispiel 4 Slots, den RAM. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr 4 Slots nehmt, dann würde ich euch 1024, also 1 GB empfehlen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel, sagen wir mal, 12 Slots habt, würde ich euch schon 2 GB empfehlen. 3 ist da schon wieder ein bisschen übertrieben. Und ja, ich mache das jetzt hier aber mal eben ganz günstig, um euch das zu zeigen. Und dann Vorauszahlung, wie lange soll der Server aktiv sein? Wenn ihr zum Beispiel für ein Jahr den aktiv haben wollt, das kostet natürlich auch am meisten Geld. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 90 Tage nehmt und immer alle 90 Tage zahlt, dann ist das teurer, als wenn ihr einmal für ein ganzes Jahr bezahlt. Und ja, ich nehme jetzt hier mal eben nur 3 Tage, damit ich hier nur einen einzigen Euro bezahlen muss, weil das wird mir sonst zu teuer. Ich will euch das ja nochmal zeigen. 4 Slots. Habe ich jetzt ausgewählt, den RAM 640 MB, das würde ich euch jetzt bei 4 Slots nicht empfehlen, das ist trotzdem zu wenig. Da bei mir lag sogar 1 GB schon bei 4 Slots, aber wenn ihr 4 Slots nehmt, dann würde ich euch empfehlen, nehmt 1 GB, 640 ist zu wenig und 2 GB ist da schon wieder übertrieben. Und ja, Vorauszahlung habe ich jetzt nur mal eben 3 Tage genommen, dann klickt ihr auf Weiter. Und nun ja, seht ihr das hier nochmal, wie euer Kontostand jetzt gerade ist, wie er danach ist, wie viel das kostet, wie lange der aktiv ist, wie viel RAM und ja, wie viel Server ihr da bestellt habt. Nun könnt ihr hier auswählen, zum Beispiel Minecraft Vanilla. Ich habe euch jetzt ja, dieses Video ist ja ein Tutorial, wie ihr einen Minecraft-Server erstellt. Ihr könnt jetzt hier auch Bucket auswählen, wo ihr dann Plugins installieren könnt, aber der wird nicht immer ganz schnell abgedatet. Also, wenn ihr jetzt nur einen Server braucht, wo ihr mit Freunden mal so drauf spielt, dann würde ich euch Vanilla empfehlen. Wenn ihr jetzt aber Bucket nimmt, das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr dann eine große Stadt oder irgendwas mit Grundstücken baut, die dann an andere Spieler vergeben werden können und wenn ihr eure Welt schützen wollt, also protecten. Aber ich nehme jetzt hier mal Vanilla. Canary Mod würde ich euch nicht empfehlen, das ist schon so ein bisschen veraltet. Und hier Classic würde ich euch auch nicht empfehlen. Tacket, ja, Tacket läuft bei mir gar nicht. Auf jeden Fall Vanilla würde ich dann nehmen. Startdatum könnt ihr auch noch irgendein anderes auswählen. Ich nehme jetzt heute Uhrzeit, da könnt ihr sogar noch eine Uhrzeit auswählen, wann soll der denn gestartet werden. Ja, ich sag jetzt einfach mal hier 11:44 Uhr, schon ein bisschen später, egal. Und dann klickt ihr einfach hier auf Jetzt bestellen. Ich mach das mal eben, ist zwar ein Euro weg, aber das ist nicht so schlimm, jetzt ist er bestellt. Und nun steht hier, dein Server wird nun installiert. Nun müsst ihr hier weiter runterscrollen und jetzt steht hier, bei eurem Server Status wird installiert. Jo, und jetzt wird der Server halt installiert, jetzt könnt ihr hier mal aktualisieren, entweder F5 drücken oder ihr klickt hier auf meinen Server und scrollt hier etwas runter. Es dauert noch ein bisschen, bis der jetzt installiert ist. Ja, und das geht dann halt von eurem Guthaben ab, das Geld. Jo, ich aktualisiere hier nochmal ein paar Mal. Ich möchte euch dann ja auch noch einzeigen, die Server-Einstellungen. So, jetzt steht ihr schon verfügbar und jetzt klickt ihr einfach auf Web-Interface-Login. Dort klickt ihr rauf, nun müsst ihr einen kleinen Moment warten.
Ja, es kann sein, dass es beim ersten Mal ein bisschen dauert. Ich aktualisiere nochmal die Seite hier. Ja, müsst ihr ein bisschen warten. So, jetzt haben wir es hier. Status, hier steht ja auch beim Status, bitte warten, und Spiel steht hier auch noch ganz. Das heißt, der Server wird noch installiert. Und ja, dann könnt ihr zum Beispiel auch bei Vanilla Update plus Extras auswählen, für welche Minecraft-Version der Server sein kann, soll. Ihr könnt jetzt hier auch Hackmine, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ihr könnt sogar noch hier die Beta 1.8.1 nehmen. Oder hier die 1.0, noch die ganz alten Versionen. 1.4.2 ist halt dann die neueste. Ja, und dann könnt ihr halt Server Update. Ja, und Konsole und Einstellungen, da seht ihr dann halt den Serverlog und könnt hier auch Befehle eingeben. Aber da würde ich euch noch was anderes empfehlen, das zeige ich euch gleich noch. Jetzt klickt ihr hier unten auf File Browser. Ne, erstmal auf Server stoppen, damit der Server gestoppt wird. Jetzt hier auf Stopp. Steht zwar noch Restarting, aber wartet mal, bis er gestoppt ist. Status gestoppt. So, jetzt können wir hier auf File Browser. Und dann klickt ihr auf Minecraft. Nun klickt ihr auf Server Properties. Auf diesen Stift hier, das Bearbeiten-Zeichen. Und dort könnt ihr zum Beispiel auswählen bei Spawn Monsters sollen die Monster an sein. Dann müsst ihr hier True haben, wenn die aus sein sollen. Dann müsst ihr False schreiben, das wird so geschrieben. Und dann halt die Difficulty, 1 ist easy, also einfach, 2 ist normal, 3 ist schwer, also hart. Und 0 ist peaceful. Jo, dann könnt ihr noch bei Mod D, könnt ihr noch einen Namen auswählen für den Server. Ich nenne den zum Beispiel mal Tutorial. Server, Testing, ja, Testing. Und dann könnt ihr auch noch die, aber das, wenn ihr jetzt eine originale Minecraft-Version habt, dann könnt ihr bei Online-Mode True lassen, das ist dann sicherer. Das würde ich euch beim Vanilla-Server auf jeden Fall empfehlen, True. Nur wenn ihr jetzt eine gecrackte habt, oder euer Freund eine gecrackte Minecraft-Version habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr hier False reinschreibt, aber dafür die Whitelist anschaltet. Da müsst ihr bei Whitelist True schreiben. Und dann speichern und dann könnt ihr eure Namen in die Whitelist schreiben und kein anderer Spieler kann darauf joinen. Und ja, mache ich hier mal eben. Das Problem ist nur, dann könnt mit dem gecrackten Minecraft kann man dann einfach euren Namen kopieren, das ist das Problem. Aber jetzt klickt ihr auf Datei speichern und dann könnt ihr hier sagen Server starten. Ich würde euch aber erstmal, ja, jetzt hier starten. Dann klickt ihr auf Start, er wird gestartet. Und nun könnt ihr noch auf Mac, My Admin, Web Interface. Dann könnt ihr euch hier noch einen Benutzername auswählen. Ich aktiviere das Ganze jetzt mal. Wähle hier den Benutzername Tutorial Server aus. Und dann müsst ihr hier noch irgendein Passwort nehmen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal ein ganz einfaches nur. Ja, genau das hier. Und da würde ich euch, das ist blöd, dass der das jetzt anzeigt, aber ja, jetzt könnt ihr noch Sprache auswählen, Deutsch. Und dann klickt ihr auf Speichern. Nun müsst ihr etwas warten. Die Einstellungen werden gespeichert. Zum Aktivieren bitte Server neu starten. Aber das macht er schon von selbst. Jetzt steht hier Status Restarting. Einfach etwas abwarten jetzt. Und ja, Konsole und Einstellungen. Hier seht ihr halt den Serverlog. Er wurde schon gestartet. Und nun pausiere ich nochmal ganz kurz die Aufnahme. Oh, schon bei 8 Minuten. Jo, dann bis gleich. So, es geht jetzt auch wieder weiter. Hoffe ich doch mal. Ja, er nimmt noch auf. Gut. Jetzt steht hier bei Status gestartet und MC My Admin aktiv. Dort klickt ihr jetzt einfach rauf. Und dann loggt ihr euch hier jetzt mit eurem Benutzernamen ein. Ich weiß gar nicht, welchen Benutzernamen hatte ich denn jetzt. Tutorial Server hatte ich genommen. Dann schreibt ihr hier euren Benutzernamen rein. Tutorial, hoch. Tutorial Server. Und Passwort hatte ich jetzt ja, dieses komische hier. Gebt ihr halt euer Passwort ein und klickt auf Login. So, nun müsst ihr warten. Und dann könnt ihr halt hier noch weitere Daten sehen, zum Beispiel die CPU-Auslastung 7%, derzeitige Spieler 0 von 4. Und dann könnt ihr auch noch den RAM sehen, wie weit er gerade ausgelastet ist. 36%, schon bei 231 MB hier. Und dann könnt ihr hier noch auf Konsole klicken. Und dann seht ihr hier halt die Konsole, was gerade auf dem Server passiert. Und ja, dann könnt ihr hier noch, das sind keine Befehle, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Hi schreibt, dann sehen Spieler auf dem Server. Das halt auch so, dass hier steht Server High. Jetzt könnt ihr hier noch bei Planung, könnt ihr zum Beispiel noch einstellen, dass er irgendwie neu startet oder irgendwelche Backups macht oder alle 15 Minuten halt die Welt speichert. Bei Backups findet ihr dann halt die Backups. Und Konfiguration könnt ihr halt hier auch nochmal einstellen, friedlich, peaceful oder halt leicht nochmal hart. Survival, kreativ, Abenteuer, Hardcore-Modus, nein, ja. Könnt ihr halt alles einstellen und jo, das war's eigentlich auch schon. Und jo, dann sage ich mal, jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es Probleme gibt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Und wenn ich das jetzt irgendwie hier zu schnell oder zu kompliziert erklärt habe,
dann schreibt das bitte auch in die Kommentare. Ich werde das dann beim nächsten Mal besser machen. Und ja, wie gesagt, wenn es Probleme gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde diesen Nitrate-Server aber allen nur empfehlen, die wirklich Hamachi nicht mögen, das Programm Hamachi, und die einen schlechten PC haben, wo der Server dann zu viel laggt, oder bei denen es halt Probleme gibt, wo dann zum Beispiel andere den Server nicht finden können, trotz ausgeschalteter Firewall oder so. Dieser Server wird auf jeden Fall gefunden. Jo, gut. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.